Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und zu einigen Produkten sind meine Videos abhanden gekommen. Das hatte ich euch ja im Hangout schon gesagt. Und das ist eins davon. Und da habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt nochmal so am Tisch eine Vorstellung. Und später, wenn ich es am PC anschließe, gucken wir uns dann nochmal genauer an. So. Das ist einmal dieses hier. Das ist ein, wie ihr seht, ein USB-Hub. Wir haben hier ein USB-Hub. Stecker und hier ist auch blau für USB 3.0. Der Kabel reicht, ja, ich sage, der Kabel reicht aus. Ist auch schön dick, der Kabel. Wir haben hier unten ganz viel Gummi. Das ganze Ding ist hier unten Gummi. Das sorgt halt natürlich dafür, dass es vernünftig und rutschfrei auf dem Tisch ist. Dann haben wir aber hier zusätzlich für Laptops oder PCs, die keinen Kartenleser haben, haben wir hier nicht nur USB-Weiterleitung, ein USB-Splitter, nein, wir haben natürlich auch Kartenleser. Wir können so, ja, was ich sehr, sehr geil finde, hier oben, da, das habe ich am PC getestet, bevor ich neu gemacht habe, da, das ist ein Port für eine Mini-SD-Karte. Also das ist eine große, das ist eine normale MMC und das ist eine Mini, die auch in euren Handys ist. Und da könnt ihr praktisch, wenn ihr das habt, einfach nur rausnehmen, rinnen. Und ihr braucht keinen Adapter, kein gar nichts. Einfach da rinnen und fertig ist. Das finde ich natürlich wiederum richtig saugeil. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte euch das jetzt nur mit der vernünftigen Kamera hier nochmal vernünftig zeigen. Wir haben hier dann nämlich noch, da, hier ist Silber oder sieht jedenfalls Silber aus, mit ein bisschen rau, so wie, so eine Schallplatte mit Rillen. Dann haben wir hier oben, das ist komplett von hier, komplett hier lang rum bis hier Silber, einmal rum bis hier, dann ist das hier unten weiß, das ist weiß, hier auf der Seite auch und hier vorne logischerweise auch und in der Mitte haben wir auch noch mal weiß umfasst und die USB-Steckplätze sind auch noch mal weiß, ja, also ein schöner Kontrast, gibt ein schönes Farbbild. So, ich habe auch schon getestet, kann ich euch ja so am besten zeigen, die USB-Steckplätze, die sind richtig schön fest, also da kann man nicht einfach so der USB-Stecker rausfallen oder der USB-Hub rausfallen oder irgendwas dergleichen, nichts. Funktioniert sehr geil. Wir werden uns das nachher natürlich noch am PC angucken. Ich muss wieder die Software installieren, das installiert er alles automatisch. Das zeige ich euch noch und dann würde ich mich jetzt hier erstmal von der Stelle verabschieden und wir sehen uns gleich am PC.